Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Herzlich willkommen. Bitte was? Den komischen da, den, ja, hallo erstmal. So ein Duschvorhang kann schimmeln, muss aber nicht. Ja, genau, verdeckte Transaktion. Eltern-Ich zu Kind-Ich oder so. Tag, mein Name ist Michael Schommer. Mein Twitter-Nick ist MuseVG, ich komme aus Stuttgart. Ich bin da aktiv im NoSpy e.V. Wir machen da so Dinge, so Arbeitsgruppen, ja, kämpfen mit Stickern und Aufklebern und Lesungen gegen Überwachung und Dummheit an und machen unter anderem zweimal im Jahr eine Konferenz, die NoSpy-Konferenz. Das nächste Mal Mitte November. Freitagabends geht's los bis Sonntagmittag. Wir haben nur etwa ein Drittel festes Programm und machen zwei Drittel Barcamp. Also sprich, jeder, der möchte, kann mit seinem Thema kommen oder mit seiner Frage sich vorne hinstellen, sagen, hey, kann mir jemand erklären, wie PGP funktioniert? Und dann gibt's halt eine Session zum Thema PGP oder Tor oder I2P oder was auch immer. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, da mit dazu zu kommen. Wie gesagt, Mitte November ist das nächste Mal. Ja, kurzer Werbeblock. Genau, heute hier ist das Thema Hannibal Lecter und Sauron in einer total überwachten Welt. Die 2015er Edition. Ja, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Gut, worum geht's in dem Talk? Worum geht's mir? Es geht um zum Beispiel Schriftsteller. Dezember 2013 gab es in der Zeit diesen Aufruf von 560 Schriftstellern gegen Überwachung. 5 Nobelpreisträger, 560 Schriftsteller gegen Massenüberwachung, die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter. Genau. Schriftsteller? Wieso Schriftsteller? Schriftsteller sind doch die, die hängen doch auch mit dieser Content-Mafia zusammen, die sind doch eigentlich doof. Ja. Schriftsteller schreiben ja nämlich nicht nur Bücher. Hier, so, da, der Mann, der alles, da oben steht's, der Mann, der alles vorausgesehen hat und dabei alles noch geschönt hat. Klar, ein Teil von diesen Herren und Damen sind natürlich schon tot, aber ein paar leben auch noch, zum Beispiel der Gibson mit seinem Neuromancer. Genau, Schriftsteller schreiben nicht nur Bücher, sondern sind auch politisch aktiv. Da gab es, die Älteren von euch erinnern sich vielleicht, also du, die Älteren von euch erinnern sich vielleicht, da gab es mal eine Bürgerrechtsbewegung in der Tschechoslowakei damals, Charta 77, da waren ganz viele Schriftsteller aktiv. Angeblich auch Karel Gott, der ist ja kein Schriftsteller, aber naja. Zum Beispiel Václav Havel, der spätere Staatspräsident war dort aktiv, aber erst nach der Revolution war er Staatspräsident geworden. Alexander Solzhenitsyn, Jean-Paul Sartre, Chomsky oder Liao Yiwu, der chinesische Dissident, das sind Schriftsteller, die eben auch politisch aktiv sind. Das heißt, es ist gar nicht so weit weg, dass sich Schriftsteller auch für Privacy und Gegenüberwachung einsetzen. Ja, und jetzt weiter? Wie? Also, ich habe mir die Frage gestellt, nachdem ich diesen Aufruf damals gesehen habe. Okay, klar, Schriftsteller, Dissidenten, der Zusammenhang ist klar, aber eigentlich bedroht ja das Thema Totalüberwachung auch deren Geschäftsmodell. Zumindest, wenn sie jetzt nicht hier dystopische Science-Fiction schreiben, dann gibt es dafür neue Geschäftsfelder, sondern wenn sie zum Beispiel sich im Genre Kriminalroman bewegen. Ja, was passiert mit dem Genre Kriminalroman in einer total überwachten Welt? In einer Welt, in der Geheimdienste, Strafverfolger etc. auf Knopfdruck, Metadaten, Bewegungsprofile etc. pp. abrufen, verknüpfen, auswerten, korrelieren können. Welcher Leser will sich da noch hunderte von Seiten lang mit der Suche nach einem Täter abmühen? Ja? Geht doch alles vom Rechner aus, auf Knopfdruck. Die NSA weiß doch längst, wer es war. Ja? Also der Tod des Kriminalromans? Fragezeichen. Literatur nach
Prism. Ich werde jetzt mal, macht bitte jemand mal die Tür zu, die Fenster auch. Flucht ist jetzt nicht mehr möglich. Auch nicht aus dem Fenster springen. Nein, nein, lass das Fenster auf, bitte. War nur Spaß. Literatur nach Prism. Wer flüchtet, wird, ne? Genau. Ich habe jetzt mal mir überlegt, wie sehen denn das Schweigen der Lämmer oder der Herr der Ringe aus in einer Post-Prism-Version. Und ihr dürft dann nachher das Gleiche machen. Ja, ich habe da mal ein bisschen Werkzeug mitgebracht. Ja, Papier. Ich habe da auch Stifte dabei. Und falls jemand Inspiration braucht, dieses wunderbare Harenberg, das Buch der 1000 Bücher. So, bitte nicht runterfallen. Genau, wir machen Gruppenarbeit gleich. Ja, dein Lieblingsbuch. In einer dystopischen, ne, also keine Ahnung, früher war es mal dein Lieblingsbuch. Und wie sieht dein Lieblingsbuch in einer dystopischen, postdemokratischen, total überwachten Welt aus? Also in der Merkel-Welt im Jahr 2015. Genau, Beispiel Nummer 1, das Schweigen der Lämmer. Die Erzählung beginnt an der FBI-Akademie in Quantico, Virginia. Jack Crawford, Leiter der Abteilung für Verhaltensforschung, kommt in dem Fall Buffalo Bill keinen Schritt weiter. Buffalo Bill ist der von der Presse erfundene Spitzname für einen Mörder, der seine Opfer, üppige junge Damen, einige Tage lang gefangen hält, sie dann ermordet und ihnen danach Teile der Haut abzieht. Crawford bittet Clarice Starling zu sich kommen, bla 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 bla. Das ist die Zusammenfassung von Wikipedia. Das Schweigen der Lämmer, Wikipedia-Style in Schriftgröße 2 Punkt. Also, ja, allein die Zusammenfassung ist schon ziemlich lang. Das Buch kennt ihr wahrscheinlich, viele von euch. Stopp. Wer von euch weiß nicht, worum es bei dem Buch geht? Okay, also gut. Ja, also Kurzfassung, es geht um Clarice Starling und um Buffalo Bill und Hannibal Lecter. Clarice Starling ist eine FBI-Agentin, Buffalo Bill ein Serienmörder, Hannibal Lecter ist ein Psychopath, auch Serienkiller, der in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Buffalo Bill entführt und ermordet Frauen, FBI ist ratlos, Clarice Starling soll den Hannibal Lecter um Hilfe bitten. Da gibt es manipulative Spielchen der übelsten Art, Quid pro quo Clarice, der Hannibal Lecter gibt der Clarice Starling nur dann irgendwelche Hinweise, wenn die was von sich erzählt, von den Lämmern auf der Ranch ihres Onkels, die bei der Schlachtbank so jämmerlich geschrien haben und daher kommt auch der Titel mit, das Schweigen der Lämmer. Es geht um Gesichtsmasken, die der Hannibal Lecter tragen muss, weil er gerne Menschenfleisch isst, deswegen Hannibal der Cannibal. Es geht um abgeschnittene Köpfe in Formalin, Falter, Raupen, hast du nicht gesehen. Später im Lauf der Geschichte wird die Tochter einer Politikerin entführt. Das wäre dann das, glaube ich, siebte Opfer von Buffalo Bill. Hannibal Lecter kann sich befreien und flüchten. Clarice Starling findet kurz vor knapp den Buffalo Bill, tötet ihn und befreit das Opfer. Alle sind happy. Aber eben, keine Ahnung, 1000 Seiten, ziemlich anstrengendes Lesersvergnügen mit ziemlich ekligen Sachen da so. Und Psycho und genau. So. Das Schweigen der Lämmer heute. Der Serienmörder Buffalo Bill schlägt zum sechsten Mal zu. Das FBI kommt bei diesem Fall nicht weiter und setzt die Studentin Clarice Starling darauf an. Sie fragt die eingebuchten E-Mails der umliegenden Basisstationen für alle zurückliegenden Tatzeiten und Tatorte ab und korreliert sie. Heraus kommt eine Handvoll E-Mails, die in allen Fällen und Orten eingebucht waren. Die Verdächtigen werden geortet, 48 Stunden lang überwacht. Ja, vielleicht, optional. Und dann erfolgt der Zugriff. Vielleicht auch bei mehreren oder allen Verdächtigen parallel. Das siebte Opfer wird beim Zugriff gerettet, Buffalo Bill wird gefangen oder erschossen, Fall gelöst. Hannibal Lecter kommt in der Story gar nicht vor. Kein Quid pro quo Clarice, keine Gesichtsmaske, kein Abbruch, Ausbruch, keine Köpfe in Formalin, keine Lämmer, keine, ja, ihr, ja. Ihr kommt auf den Punkt. Also das ist, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Da muss sich keiner mehr hier so thrillermäßig einen abmühen. Das ist ja alles Pillepalle. Geht ja heute alles mit den Überwachungsdaten, alles razzifazzi. Zweites Beispiel,
Der Herr der Ringe. Zusammenfassung auf Wikipedia. Ja, Kurzfassung. Wer kennt den Herr der Ringe nicht? Bitte um Handzeichen. Okay. Ist ein Fantasy-Roman, ein Fantasy-Epos, drei Bände, so dick. Besser in der alten Übersetzung als in der neuen, aber auf jeden Fall lesenswert. Vorgeschichte, Ringe, Verrat, Schlacht. Wer lacht hier? Ringe, Verrat, Schlacht. Masterring verloren, gefunden, verloren, gefunden. Masterring soll vernichtet werden. Lange Reise, Zauberer, Elben, Zwerge, Orks. Ich habe natürlich die Halblinge vergessen, fällt mir gerade ein. Okay. Noch mehr Verrat, noch mehr Schlachten, Mastering wird vernichtet. Und das Ganze auf, keine Ahnung, ein paar tausend Seiten. Das ist dann schon, wenn man Fantasy merkt, wirklich ein Lesevergnügen. So, wie sieht der Herr der Ringe heute aus? Sauron, das ist der Böse, Sauron erfährt durch sein ganz Mittelerde umspannendes Netz von Palantiren. Das sind diese Kugeln, ne, mit denen man überall reingucken kann. Ne? Ihr erinnert euch? Ja, Kugeln. Der Saruman hat eins oben auf seinem Turm. Ja, also da gibt es diese Kugeln, diese Kristallkugeln zum Reinschauen. Also Sauron erfährt durch sein ganz Mittelerde umspannendes Netz von Palantiren plus Spitzel und Zielfahnder, dass der eine Ring im Auenland aufgetaucht ist. Er schickt die Nazgul nach Beutelsend, wo gerade Bilbo seinen 111. Geburtstag feiert. Die Nazgul ermorden die gesamte Festgesellschaft inklusive Gandalf, erbeuten den Ring und bringen ihn zu Sauron nach Mordor. Saurons Macht erreicht durch den einen Ring wieder die alte Stärke und er unterjocht ganz Mittelerde. Ja, schade, ne? Also nicht nur, dass die Geschichte jetzt viel kürzer ist, sondern sie nimmt auch einen ganz anderen Ausgang, weil Überwachung für so einen Sauron ja was ziemlich Cooles ist. Ne? Also ziemlich cool wäre, wenn er rechtzeitig in sein Palantirnetz investiert hätte und das entsprechend ausgebaut hätte. So, das Prinzip habt ihr verstanden? Ja? Dann seid jetzt ihr dran. Wir machen jetzt Gruppen. Vier Gruppen machen wir gleich. Ihr einigt euch pro Gruppe auf eine Geschichte. Ihr fasst das Original kurz zusammen in Stichworten. Ja? Dann schreibt ihr es um und schreibt die neue Version auf. Und dann stellen wir sie am Schluss kurz vor. Ja? Nur dreiviertel Stunde haben wir noch Zeit. Das reicht üppig. Bevor ihr euch jetzt beschwert, dass ich euch quäle, ich habe schon andere Leute damit gequält und da kamen auch schon Ergebnisse raus. Und zwar teilweise ziemlich coole. Ja, zum Beispiel hier Bibel-Weihnachtsgeschichte. Oder was ich sehr mag, ist der Wolf und die sieben Geißlein. Der Wolf gehört als Fleischfresser zu einer Gefährdergruppe und steht wegen Terrorverdacht unter ständiger Überwachung. Überall Kameras im Wald, NFC-Marke im Ohr, Spitzel. Der Wolf wird von der Rundumüberwachung so sehr eingefüchtert, ja, Chilling-Effekt, und macht gar keinen Versuch mehr, die Geißlein zu fressen und wird Vegetarier. Oder die letzte Zeile gelesen? Das ist mein absoluter Favorite, weil der passt auch in den Tweet, ja? Du kannst noch so lang um dein Feuer drumherum hampeln da in deinem tiefsten Wald. Die NSA weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Ja? So, also die Latte liegt schon relativ hoch, ja? Aber, bitteschön, machen wir vier Gruppen, einverstanden? Ja, machen wir, keine Ahnung. Wie viel haben wir denn hier? Lass mal schauen. Ja, würde ich sagen, machen wir hier mal da. Da, eine Gruppe, hier, die bisschen, ja. Ihr seid die nächste, steht ihr bitte mal auf, alle. Dankeschön, dass ich mal so einen Überblick habe, ihr bleibt sitzen. Die nächsten vier Reihen bitte aufstehen. So, das ist ziemlich viel, ja, auf den billigen Plätzen ist ziemlich viel los, ne? Geht ihr bitte nochmal zur ersten Gruppe nach ganz vorne. Und dann haben wir hier die vierte Gruppe. Ja, einverstanden? Ich habe Papier, zum Glück habe ich fünf. Ja, also bitte, ihr vorne zur ersten Gruppe, dann haben wir ungefähr gleich viel. Macht ihr dann bitte
nehmt euch jeder so ein Stück, jede Gruppe so ein Stück Flipchart-Papier. Stifte habe ich auch vorne. Und dann haben wir jetzt, würde ich sagen, ungefähr eine halbe Stunde Zeit, das zu tun. Wenn ihr Inspiration braucht, das Buch der 1000 Bücher. Stifte gibt es hier. Die gehören zum Haus, bitte hier lassen. Also, jede Gruppe bitte einmal Papier nehmen und eine Ecke suchen, vielleicht die vier Ecken des, im Raum, und machen. Du siehst vertrauenswürdig aus, Gregor. Gut, dann nimm dir mal ein Papier. Moment, bitteschön. So, nächste Gruppe. Halt, fliehen geht nicht. Achso, genau. Du bist die nächste Gruppe? Genau. Gut, dann nächste Gruppe. Bitteschön. Ja, Stifte. So. So, Gruppe Nummer 3. Wo ist Gruppe 3? Perfekt. So, liebe Regie, ich möchte nachher bitte die Ergebnisse auch nochmal aufgenommen haben. Ja, bitte nicht jetzt Feierabend machen. Dankeschön. So, bitteschön. Stifte. So. Da, nimm gleich. So. Okay. Also, bis 20 vor. Das sind gut 20 Minuten, habt ihr Zeit. Wer Fragen hat, wenn ihr Fragen habt, kommt ruhig zu mir. Ihr dürft alles verwursteln, was ihr mögt. Bibel, Märchen, Krimis, Pressemitteilung der Bundesregierung.
Test, Test. 1, 2, 3. So, wenn ihr schon am fertigsten seid, dann müsst ihr nur noch ausknobeln, wer präsentiert. Also wir brauchen ungefähr zwei Menschen. Einer hält fest, einer liest vor. Ne? Also bitte noch ausknobeln, wer präsentieren möchte. Okay, ihr kommt am Schluss dran. Ne? Ihr seid dann, wenn ihr noch ein bisschen braucht, dann... So, auch ihr dürft euch schon mal überlegen, einer der festhält und das Papier in die Kamera hält und einer der präsentiert. So. Wer möchte anfangen? Fangen wir gleich an? Ah, okay. Hallo Regie. Hallo. Hallo Regie. Test, Test. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass uns die Regie sagt, wie sie es gerne hätte. Dann nimmst du das Gerät mal. Alles klar. So, so. Ja, hört man. Ja, sollen wir. Erzählen wir es ja auch, muss man nicht alles lesen können. Genau, ja, fangen wir einfach mal an. Also wir haben uns Hänsel und Gretel ausgesucht, und mal um die Geschichte kurz zusammenzufassen, für alle, die es nicht kennen. Wir haben zwei Kinder aus einer armen Familie, die von zu Hause aufbrechen. Dann, wie wir ja alle wissen, irgendwann mal bei einer Hexe enden. Die Hexe, die eigentlich diese Kinder verspeisen möchte und es den Kindern aber ja doch noch dann gelingt, die Hexe im Lebkuchenhaus dann in den eigenen Ofen zu stürzen und das Ganze zu überleben. So, das grob zusammengefasst, das Original. Wie würde jetzt unsere Geschichte ausschauen? Also erstmal, die Ausgangssituation ist die gleiche. Die Eltern sind extrem arm. Warum? Weil alles Geld, was der Staat einnimmt, in die Überwachung gesteckt wird. Deswegen ist die Bevölkerung insgesamt sehr verarmt und müssen also auch alle Hunger leiden. Die Kinder sind dann also auch auf der Suche nach einer Lösung aus diesem Dilemma. Was passiert? Ja, sie suchen eine Lösung, die finden sie auch. Der Staat stellt nämlich, weil er ein Überwachungsstaat ist, allen zumindest mal ein kostenloses Handy, also ein Smartphone zur Verfügung. Über dieses Smartphone identifizieren sie dann anhand
eines Suchmaschinenergebnisses eine nahegelegene Nahrungsmittelquelle. Diese Nahrungsmittelquelle als solches ist natürlich das Hexenhaus und die Hexe hat die entsprechende Bewertung in der Suchmaschine allerdings gefälscht. Sie ist als vorbestrafte Straftäterin identifiziert, trägt eine Fußfessel, muss deswegen die entsprechenden digitalen Quellen manipulieren, um Opfer zu sich zu lotsen. Die Kinder kommen also in den Wald, kommen dann an das Lebkuchenhaus und dann schlägt der Überwachungsstaat zu. Das Thema ist also Predictive Policing. Ja. Der Überwachungsstaat hat also festgestellt, wir haben hier unautorisierte Personen, zwei Kinder, die ja in ein Lebkuchenhaus essen wollen. In dem Moment, wo sie also das Grundstück betreten, noch bevor sie das Haus auch nur berühren können, werden sie also von einem vom Hubschrauber abgeseilten SWAT-Team verhaftet, weil sie ja in dem Fall überführte Straftäter sind, weil völlig klar ist, was sie hier für Absichten hatten. Die Kinder werden daraufhin dann natürlich in ein Arbeitslager gesteckt. Die müssen erstmal verräumt werden hier als subversive Elemente. Und wie es sich in einem Überwachungsstaat gehört, bekommen die Eltern die Kosten der Inhaftierung in Rechnung gestellt. Supergeil, vielen Dank. Also der Applaus war jetzt nicht für das Ende der Geschichte, aber also... Yes, okay, ich... Job done. Wie viele Jahre sind wir noch weg davon? 3 Jahre? 4? Das war gestern. Das ist... Oh, scheiße. Vielen Dank, dass du mir die letzte Illusion gelassen hast. Next. Ja, bitte. Ja, sehr schön. Einmal festhalten, einmal präsentieren. Wer macht was? Ich bin zu zittrig. Wir haben das gleiche Thema. Wir haben ein bisschen mehr Zeit dafür aufgewendet, das Märchen zusammenzufassen. Und dann ist es plötzlich aufgefallen, dass wir noch 2 Minuten haben. Deshalb ist das ein bisschen kurz geworden. Aber das ist sowieso ein bisschen kurz in unserer Überwachungsversion. Also zuerst mal das Märchen, das Original. Die Eltern setzen die Kinder fortwährend aus. Die Kinder finden N-1 Mal zurück. Beim Entenmal werden die Kinder durch eine freundliche Seniorin aufgenommen, bei oder als Kost und Logis. Dann wird die Hausarbeit unter den Kindern gendertraditionell aufgeteilt, was die Gäste nicht so toll finden. Wegen des nicht veganen Speiseplans gibt es gewisse Differenzen zwischen den Gästen und der Seniorin. Die eskalieren im Brandschaden und erfolgreichen Checkout der Gäste sowie nicht konsensualer Sterbehilfe an der Seniorin. Ja, und jetzt die Überwachungsversion. Die Eltern werden schon beim Versuch, die Kinder auszusetzen, festgenommen, weil sie von Kameras im Wald gefilmt worden sind. Die Hexe ist festgenommen, weil sie in der Kannibalengruppe von Chefkoch.de, die machen gute Rezepte, aktiv war. Die Hexe ist sowieso wegen illegalem Bau, also Baustatikproblemen, Polizei bekannt. Und die Kinder kommen zu pädophilen Pflegeeltern. Ja. Vielen Dank. Nicht konsensuale Sterbehilfe. Next, bitte. Lass mich raten, Hänsel und Gretel? Nein. Bitteschön. Wir haben Sherlock Holmes genommen. Wir dachten, wir machen das Ganze mal ein bisschen andersrum. Sherlock Holmes kennt ihr vermutlich alle. Kurze Zusammenfassung, also Sherlock ist ein sehr guter Detektiv, der hat eine sehr gute Detailbeobachtungsgabe und kann sehr nüchtern schlussfolgern. Er lebt in London, ist lokal begrenzt, weil er vermutlich Asperger hat, damit gewisse Schwierigkeiten, psychisch. Sein bester Freund und Assistent ist Dr. Watson. Und sein Erzfeind mit ähnlichen geistigen Fähigkeiten ist Moriarty. Unsere neue Version, Sherlock ist ein Computerprogramm, zur Big Data Analyse. Er hat keine Begrenzung mehr, er kann weltweit arbeiten, schnappt sich weltweit alle Straftäter, das heißt, alle anderen brauchen wir nicht, wir brauchen vor allem auch keine Geheimdienste mehr. Watson ist eine einfache Chipse, die ihn bedient und Moriarty ist ein böser russischer Hacker, der Sherlock hacken wollte,
aber in Sekundenschnelle von ihm eliminiert wurde. Klar. Also Sherlock ist die ultimative Waffe. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt, perfekt, im Anmarsch Gruppe 4 mit Schneewittchen. Bitte schön. Danke. Kurze Umfrage, wer kennt Schneewittchen nicht? Persönlich. Oder im bildlichen Sinne. Okay, im erzähltechnischen Sinne. Ja, ich kenne Schneewittchen, ja. Dann runter mit der Hand. Die Frage war noch nicht. Gut, dann sparen wir uns jetzt mal die Zusammenfassung und kommen gleich zum Eingemachten. Bei der modernen Version von Schneewittchen und die sieben Zwerge, die Stiefmutter gibt den Mordauftrag an den Jäger. Okay, soweit sind wir noch in der Storyline drin. Der Jäger führt den Mord auch aus, allerdings so, dass er ihr einfach das Fitnessarmband abnimmt. Damit sind die Herzsignale fort, damit ist der Mord bestätigt. Schneewittchen flieht in Richtung Zwergenland. Zwergenland allerdings schon bekannt, Grenzübertritt, Abfrage biometrischer Daten und hops genommen ist die Gute. Dadurch, dass das ein terroristischer Staat ist, ist es auch der versuchte Beitritt zu einer terroristischen Vereinigung. Der Jäger ist damit wegen Beihilfe dran. Aufgrund der seltenen Erden- und Bodenschätze wird dem Zwergenland die Freiheit gebracht. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen und Ereignissen sind rein zufällig und von den Autoren nicht beabsichtigt. Disclaimer steht ganz unten. Und im Nachgang, der Spiegel erhält eine Budgeterhöhung dank der Befreiung der Bodenschätze. Ich meine natürlich des Zwergenlandes. Ja, prima. Super. Ja, okay, Zynismus-Level, Dankeschön. Mhm. So, das war's schon. Vielen Dank, dass ihr meine Arbeit gemacht habt. wer hatte Spaß? Ihr hattet keinen Spaß, ihr müsst nachsitzen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ich glaube, es hat euch allen Spaß gemacht. Ihr da zu Hause vor YouTube, ihr dürft gerne kommen zur nächsten No-Spy-Konferenz oder zum Kongress oder. Dann machen wir das Ganze nämlich nochmal und nochmal und nochmal, genau, bis ihr es alle könnt. Ja, danke schön.